Erfolg. Erfolg ist eines der zentralen Themen in unserer Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber vielleicht kann es auch ganz einfach sein. Freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit vier interessanten Gästen. Christiane Trautwein-Lücke ist Expertin für Potenzialentfaltung. Mit ihrem einzigartigen Team von 5 Pferden stärkt sie besonders auch hochsensible Menschen, ihre volle Kraft zu leben. Für mehr Selbstbestimmtheit, mehr Freude und Leichtigkeit im Leben und in die Selbstverwirklichung. Ihr Talent ist es, Pferde und Natur als wertfreien Spiegel für die Selbsterkenntnis zu nutzen. Annette Janik ist die Gründerin von Die Sehnsuchtsdesigner. Sie hilft Unternehmerinnen, willentlich zu manifestieren, um wissenschaftlich fundiert ihr innerstes Potenzial zu leben. Mit ihrem Talent, sich energetisch einzuklinken, erkennt sie auf Anhieb, um was es wirklich geht. Sie lehrt die Menschen, die vierte Dimension, Zeit, zu handhaben, um in ihre Norm der Schöpfung zu kommen. Dr. Ulrich Riedel reduces risk in large complex projects. He advises senior managers of industrial companies who have projects or strategies which are ready for implementation. He identifies which one or two aspects in the project will significantly reduce implementation risk. And he develops a foolproof execution plan for those aspects, in detail, highly pragmatic. All to help the senior manager to be less stressed and more successful. Vera Beutnagel ist Expertin für Executive Search. Mit ihrem feinen Gespür für Menschen und Situationen, verbunden mit ihrem Können und dem Einsatz der richtigen Tools, ermöglicht sie, einen Blick hinter die augenscheinliche Persönlichkeit eines Menschen zu werfen und garantiert damit Unternehmen eine passgenaue Besetzung und Bewerbern den optimalen nächsten Karriereschritt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Wege zum Erfolg. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Mein Name ist Ursula Witthöft und ich bin heute Ihre Moderatorin. Wir haben heute 4 Gäste eingeladen, die alle eines gemeinsam haben. Sie führen ein erfolgreiches Business und sie haben einen Herzenswunsch. Sie haben einen Herzenswunsch, und zwar den, andere erfolgreich zu machen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet überhaupt Erfolg? Und das stellen wir gleich mal hier in die Runde, gleich mit meinem ersten Gast, Frau Christiane Trautwein-Lücke. Was bedeutet für Sie Erfolg? Für mich persönlich bedeutet Erfolg, egal welche Lebensumstände einen das Leben präsentiert, sie mit Freude und Leichtigkeit und mit einem ganz positiven Blick zu betrachten und zu bewegen und Menschen, die ich begleite, zu spüren, wie sie mehr und mehr ihre Kraft wahrnehmen, ihr Potenzial mehr und mehr entdecken und selber ihr Leben Schritt für Schritt in Freude anschauen und bewegen. In einer Leichtigkeit, das führt mich gleich zu unserem nächsten Gast, Annette Janik. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Was bedeutet aus Ihrer Sicht Erfolg? Nun, ganz nüchtern ist Erfolg die Folge, die erfolgt auf unser Handeln, aber genauso gut auf unser Nichthandeln. Also wenn ich etwas tue, dann habe ich eine Folge davon, ob die angenehm ist oder unangenehm, gewollt oder eher ungewollt, das ist eine andere Geschichte. Aber Erfolg ist immer das, was folgt auf das, was wir tun. Also wenn ich etwas Günstiges erreichen möchte, dann sollte ich mir halt meine Handlungen überlegen, wenn bis dahin meine Handlungen etwas eher Ungünstiges erschaffen haben. Kurz und knapp. Kurz und knapp. Dankeschön. Kurz und knapp, in a nutshell. A very warm welcome to Dr. Ulrich Riedel. There are many definitions of success. What does success mean to you? For me, success is if you try to achieve something and you achieve it. But real success is something very, very different to me. If you undertake a journey which is really difficult and complex, and you do it not because it's easy, you do it because it's hard, and then you achieve what you wanted to achieve, that's real success. And it's not only success because you achieved it, it's success because you grew as a person, your team grew, the society at large may have improved a little bit. That's for me a real success. Thank you. So some kind of performance. Und um Performance geht es auch bei Ihnen. Ich begrüße recht herzlich Vera Beutnagel. Was ist aus Ihrer Sicht Erfolg? Wie definieren Sie das? Für mich ist Erfolg, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Also das Leben von
wenigstens einem Menschen, aber besser noch von ganz vielen Menschen irgendwie ein bisschen leichter, schöner, besser machen zu können. Und da ist es auch egal, ob das privat oder beruflich ist, so das Gefühl auch dann zu haben, nicht umsonst gelebt zu haben. Also einen Unterschied zu machen in der Welt, das ist für mich Erfolg. Danke, einen Unterschied machen. Schön, also jetzt interessiert uns natürlich und sind wir neugierig zu erfahren, in welchen Bereichen unterstützen hier unsere Expertinnen und Experten. Frau Christiane Trautwein-Lücke, viele Menschen sind schnell mal überfordert. Die fühlen sich schnell erschöpft und die fragen sich, bin ich vielleicht sensibler als andere? Was sagt da eine Expertin für Potenzialentfaltung? Vielleicht ganz allgemein gesagt, dass wir Menschen alle fühlende Wesen sind. Wir alle haben auf irgendeine Art und Weise eine Feinsinnigkeit. Wenn wir genauer hinschauen, können wir noch eine Unterscheidung finden. Es gibt sehr hochsensitive Menschen, die es von Geburt an eine ganz große Offenheit haben und leben in einer großen Informationsflut, die sie lernen dürfen zu filtern. Und wir können auch sagen, es gibt Hochsensibilität, die aber eher erworben ist. Vielleicht kennt das auch ein jeder. Durch eine Lebenserfahrung ist man sensibel durch irgendetwas geworden. Woran kann man erkennen, dass jemand in dem Fall dann hochsensitiv ist? Und was sind typische Merkmale? Wenn wir einfach ins Kindes- und Jugendalter gehen, sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schulängste. Sie sind entweder zurückgezogen oder eher aggressiv, haben oft auch Schwierigkeiten, im Unterricht zu folgen und wollen manchmal einfach nur ihre Ruhe haben. Wenn wir ins Erwachsenenalter gehen, steigert sich das oft noch, dass morgens die Menschen oder man sich einfach erschöpft fühlt oder gestresst ist, tatsächlich auch Schwierigkeiten hat, sich wahrzunehmen, sich vernünftig zu kommunizieren. Bei Mitarbeitern gibt es oft auch so, dass sie viel länger brauchen, um Informationen aufzunehmen, sie auch nur an bestimmten Plätzen sitzen wollen. Das ist wichtig für Unternehmen, das zu unterscheiden. Und dann auch die Mitarbeiter genau dort einzusetzen, wo sie wirklich auch den höchsten Mehrwert bieten können. Ich denke, dass diese Mitarbeiter mit ihren so feinen Antennen unglaublich kostbare Mitarbeiter sind, weil sie können sich in Projekte unglaublich gut einfühlen. Sie wissen, wenn sie wirklich wahrgenommen werden, tragen sie unglaublich zu gutem Betriebsklima bei. Dankeschön. Es geht also um Wahrnehmung und das führt mich genau zu unserem nächsten Gast, Frau Janik. Viele Unternehmerinnen haben die Herausforderung, dass sie in ihrem Leben schon eine ganze Menge erreicht haben. Und da fließt auch das Geld. Und dann gibt es immer wieder Momente, da geht gar nichts. Das ist so ein Auf und Ab und die fragen sich, wie kann ich das besser steuern? Was sagt da eine Expertin für Manifestation dazu? Nun, zum einen müsste man schauen, ist das, was ich bisher erfolgreich gemacht habe, noch mein Ding? Passt es noch zu meinem Leben oder zieht es mich eigentlich irgendwo hin, wo die Seele ruft? Also sehr oft höre ich, dass jemand sagt, hey, ich habe einen tollen Beruf, ich habe viel geleistet, ich habe viel erreicht, aber da macht sich wie so eine Leere immer breiter, so ein Fragezeichen, so ein diffuses Gefühl von, da geht doch noch was, da geht noch mehr. Und das ist dann in aller Regel das Selbst, was sich meldet, was noch gelebt werden möchte. Das nach außen zu bringen, das ist zum Beispiel eins, was man machen kann. Oder auch, man ist genau dort, wo man hin wollte, die Seele ist erfüllt, du hast dein Licht zum Leuchten gebracht. Und dann spielt ja das Leben auch noch in Wellen, in Zyklen ab. Und da kann man eben schauen, an welchem Zyklus befindet man sich gerade und wie kann man das über zum Beispiel Manifestieren für sich am besten nutzen. Wie kann man das dann erkennen? Also wo gibt es denn die Stolpersteine, wo man merkt, an dem Punkt bremst es gerade? Ein Stolperstein kann zum Beispiel sein, das Geld ist immer geflossen, die Kunden zum Beispiel kamen und plötzlich geht das nicht mehr. Das Leben ruft, könnte man sagen, und sagt, stopp, irgendwas passt nicht mehr. Das können wirklich, dass es einerseits ein neuer Zyklus ist oder eben, es passt einfach nicht mehr das Ding zu mir, das, was ich bisher erfolgreich gemacht habe. Ganz offenkundig ist es immer dann, wenn es um die Gesundheit geht, wenn der Körper dazwischen funkt, dass irgendwas nicht mehr geht und es lauter wird, die Schmerzen stärker, man wirklich von einem Zipperlein ins Krankenhaus muss, dann ist es wirklich so, dann ist es wie ein Stoppbefehl, wo der Körper nach außen signalisiert, dass die Seele sagt, so, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, das ist der falsche Weg. Viele machen ja schon eine ganze Menge. Die meditieren.
die journalen, die affirmieren. Affirmationen, Affirmationen, es gibt so viele Dinge und trotzdem kommen nicht diese Ergebnisse bei raus. Und sie kreieren sich nicht das Leben, das sie sich wünschen. Wo liegt denn da der Fehler? Der Fehler liegt tatsächlich in der falschen Anwendung der Sprache. Menschen wissen in der Regel nicht, wie Sprache funktioniert. Sie haben schon mal ein bisschen was über die Negation gehört und glauben, sie müssten jetzt einfach nur alles positiv denken, merken aber nicht, dass sie dann einem Art Zwangsoptimismus unterliegen, was sie von sich selber entfernt, dem, wie sie wirklich funktionieren. Wenn wir Sprache richtig anwenden, dann sind wir in Positionssprechen, also wie soll etwas sein, was soll am Ende herauskommen. Die meisten Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen und wundern sich dann eben, wenn sie genau das auch bekommen, weil wir manifestieren immer, wir sind einfach Schöpferwesen. Mit der richtigen Anwendung der Sprache gibt es auch dieses Ding der richtigen Zeitform. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, eine einzige Zeitform, in der wir wirklich im Manifestationszustand sind. Und es gibt auch etwas, was ich nenne die falsche Blickrichtung. Das ist dieses Rückwärtsgewandte. Ich möchte etwas beenden, etwas auflösen, etwas, das stoppt. Ich bin gegen etwas. Anstatt in die richtige Richtung zu gucken, zu sagen, okay, was möchte ich beginnen? Wenn ich aus dem Auto aussteige, steige ich in den Bürgersteig ein. Wenn ich aus der Küche herausgehe, gehe ich in den Flur. Das heißt, wo gehe ich hin? Wo will ich hin? Diese zielgerichtete Blickrichtung, da gehört Mut dazu. Das Verständnis ist natürlich erstmal, dass unsere Sprache ein Bild kreiert. Dieses Bild erzeugt im schönsten Fall eine richtige Emotion, also Bewegungsenergie, und die schwingt raus ins Universum und dockt dort und zieht das Richtige an. Das ist die wissenschaftliche Betrachtungsweise. Und wenn wir das verstanden haben, wie das funktioniert, dann wird manifestieren in die eigene gewünschte Richtung sehr, sehr leicht und schnell. Also das kann ich wirklich nur bestätigen, weil das Leben besteht aus so vielen kleinen Puzzlestücken und es braucht einfach Mut. Wir wollen alle irgendwo hin, reden aber immer darüber, was wir nicht wollen. Und das ist auch in der Welt der Pferde so. Nein und nicht kennt das Gehirn nicht. Und es hat einfach keine Energie. Und in diese Richtung zu formulieren, wie ich es gerne möchte, genau dann sieht man es auch an den Pferden, dass sie einen folgen. Und viele Menschen trauen sich einfach nicht, den ersten Schritt zu machen, weil sie so konditioniert sind, schon mal alle 10 fertig zu haben und da oben auf dem Berg zu sein, trauen sie sich nicht zu. Also braucht es wirklich diesen Mut, einen Schritt zu gehen, zu schauen, wie fühlt er sich an? Vielleicht entsteht ein Wunder, vielleicht sogar. Und daraus formuliert sich ein ganz anderer Schritt. Und dann den nächsten Schritt und Schritt für Schritt für Schritt. Und der erste Schritt, das ist immer der, wo man am meisten Mut braucht. Ist man dann in der Bewegung drin, dann geht es mehr und mehr und mehr und es wird auch leichter, leichter, leichter. Der Tipp dabei ist, es tatsächlich immer aus der Freude heraus zu formulieren, zu gehen und sich zu bewegen. Mhm, danke. Nicht nur Unternehmerinnen, auch große Firmen und ihre Senior Manager haben Herausforderungen. Huge companies also have their challenges, Dr. Riedel. Highly paid project managers, they're often faced with the challenge that there are hidden risks in complex projects. You are an expert in reducing project risks. What are typical risks in highly complex projects? Let me start with the project first. Why is there a project? There's a project because a senior manager, is ambitious, wants to improve something. In day-to-day life, you look what matters and you try to make it even better. And then how do you change it? With a project. Why a project? Why not day-to-day business? Because you need many, many different people, views, skills to change something complex. Now you have that project team, you develop something new. And it's something great. It's something which really will make something better, which matters. But now you have to implement it. And we all know how difficult implementation is. We all have our personal projects. We all have our business projects, which we led and we failed, kind of. I don't have to go to Berlin and its airport. Projects are always difficult to deliver. To identify the risk is key. And they are the
obvious risks, you have to know them. There are the hidden risks. You have to know them. If you don't know them, you can't prepare for them. If you don't prepare for them, they will hit you. What else is crucial for an expert to reduce risks? An expert who comes into a company and wants to reduce risks in complex projects, such an expert has to be humble. He's not the star. He's not the hero. The hero is the project manager, is the senior manager responsible for the project. He has to be in the background. He has to observe. And if he participates or she participates in meetings, that person is in the back of the group and is observing and learning, but not contributing. There are one-to-one discussions, and there will be many, 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 many. Number one, that person has to listen, not to talk. And number two, that person has to respect confidentiality. So there are various aspects which if you are not adhering to, you will be regarded as an outsider who knows everything better, who's imposing his views. You don't. You just add one small little thing, you find where additional risks are. Thank you. Bleiben wir bei den Challenges. Wenn es um die Besetzung von Stellen geht, dann sind die Ergebnisse für Unternehmen einerseits wie auch für die Kandidaten andererseits häufig enttäuschend. Frau Beutnagel, Sie sind Expertin für Executive Search. Wo liegen denn da die jeweiligen Herausforderungen? Also eine Herausforderung liegt ganz klar darin, dass sich die Top-Kandidaten, die Hochkaräter, ja gar nicht aktiv bewerben. Die sind ja irgendwo im Job. Und warum soll so jemand am Abend oder in seiner Freizeit irgendwelche Stellenanzeigen durchsuchen, was ja auch zeitaufwendig ist? Da muss jemand ja schon ziemlich frustriert sein, dass er das macht. Mhm. Und die meisten sind eigentlich eher so latent wechselwillig. Das heißt, ja, also man ist nicht direkt unzufrieden. Die Aufgabe ist vielleicht ein bisschen langweilig geworden über die Jahre. Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten könnten besser sein. Aber das ist jetzt noch kein Grund, aktiv zu werden. Man fühlt sich ja vielleicht auch wohl mit den Kollegen und das ist ganz nett. Jeder Jobwechsel ist ja auch für einen Bewerber ein gewisses Risiko. Also selbst wenn das Arbeitsklima jetzt aktuell nicht optimal ist, woher weiß der denn, dass es in der nächsten Firma besser ist? Mhm. Und dann ist ein weiterer Grund, dass viele sich auch schon lange nicht mehr beworben haben. Viele werden auch abgeworben. Immer wieder wechseln dann so die Jobs über Empfehlung. Und die wissen teilweise gar nicht, wie schreibt man jetzt den CV überhaupt. Die haben keinen fertigen Lebenslauf in der Schublade. So, und das hält eben viele davon ab, sich überhaupt aktiv auf irgendwelche Stellen zu bewerben. Mhm. Mhm. So, und wenn man jetzt sich vorstellt, dass ein Unternehmen eine Stellenanzeige schaltet, ja, wer bewirbt sich darauf? Das sind jetzt nicht unbedingt die hochkarätischen Top-Kandidaten, die sich das Unternehmen erhofft und erträumt. Ja? Das sind in der Regel tendenziell eher die Falschen. Ein weiteres großes Problem ist, dass im Bewerbungsauswahlprozess bei Unternehmen 90% also nur auf die fachliche Eignung abzielt. Also es werden dann oftmals Tests gemacht, man schaut auf, was hat er studiert, Berufserfahrung und so weiter. Und die persönliche Komponente wird komplett vernachlässigt. Obwohl man ja eigentlich Fachwissen, denkt man ja im Nachhinein auch, sich aneignen kann. Ja, es ist ja nicht schwierig, wenn man die richtige Persönlichkeit hat, später zu sagen, der macht eine Schulung. Aber wenn jemand jetzt von der Persönlichkeit nicht passt, also von, ja genau, dann diese zu ändern, das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja, und das ist ein großes Problem. Woran erkennt man überhaupt, dass jemand von der Persönlichkeit nicht ins Unternehmen passt? Also das zeigt sich schon ganz schnell in den ersten Monaten. Also eine unpassende Besetzung merkt man sofort, der passt nicht ins Team, der wird von den Leuten nicht gut angenommen, die Einarbeitung ist schwierig. Wenn es ein Chef ist, dann wird der von den Teammitgliedern gar nicht als Chef irgendwie für voll genommen. Ja? Und er bringt auch schlechte Ergebnisse, trifft Fehlentscheidungen. Bei einer passenden Besetzung ist es das ganze Gegenteil. Man merkt sofort, der kommt gut an bei den Kollegen, die Einarbeitung, die flutscht. Der bringt ganz schnell gute Ergebnisse. Und wenn es ein Chef ist, dann motiviert er sein Team. Ja? Der bringt Ideen ein und so jemand bringt auch wirklich dann ein Unternehmen nach vorn. Das ist dann ein High Performer. Ganz genau, das ist ein High Performer. Mhm. Ja. Dann werden wir gleich nochmal hören, worauf es da zu achten gibt. Also vielen Dank für diese Einblicke. Nun fragen wir uns, wie kommt man überhaupt dazu?
Also wie wird man das, was das wirklich das Expertentum ausmacht? Und da auch gleich mal meine erste Frage, wie wird man eine Expertin für Potenzialentfaltung, in diesem Fall mit einem Team von Pferden? Nun war ich viele Jahrzehnte erfolgreich im Management tätig und habe dann tatsächlich einen Burnout mir zugelegt, sozusagen. Und ich durfte das Leben nochmal neu betrachten. Durch meine zwei Kinder habe ich dann Informationen über Hochsensitivität bekommen und habe darüber festgestellt, dass ich selber hochsensitiv bin. Und im Feld der Pferde kann genau das gesehen werden, an welchen Stellen die Hochsensitivität vorliegt oder wo man sich selber blockiert, wo die Gedanken noch nicht so fließen, wo einfach noch nicht genug Vitalität da ist, wo man vielleicht auch noch Ängste hat. Und dafür sind die Pferde ein unglaublich wertfreier Spiegel. Mhm. Haben Sie da eine Vision? Da ich ja nun den Traum lebe, mit Pferden zusammenzuleben, erlaube ich mir jetzt gleich nochmal zu träumen von einer Welt, die, wo wir alle wertschätzend mit uns selbst umgehen und auch alle miteinander wertschätzend mit uns umgehen und wir jeder sich erlaubt, in Freude und Leichtigkeit zu leben und mit wirklich positiven Gedanken auf sich und auf die Welt schaut. Und dass auch die Kinder und Jugendlichen in ihrem einzigartigen Weg unterstützt werden, dass Unternehmer vielleicht entdecken, dass auch hochsensitive Menschen, die vielleicht manchmal unbequem sind, weil sie einfach zu lange brauchen, etwas zu verstehen oder ja, das wollen sie nicht oder hier sind sie empfindlich, vielleicht einen wunderbaren Platz bekommen, weil sie wirklich kostbare Mitarbeiter sind. Oh ja, danke. Ich höre das Stichwort Träumen. Und bei Träumen, da geht es doch gleich weiter bei Frau Janik. Wie kommt man auf das Thema Manifestation? Was war Ihr Weg? Also genau genommen ist das Thema schlechthin gewesen, schon immer. Ich habe mich schon immer gefragt, auch als junges Mädchen, wie schafft Geist Materie? Mir war unbewusst immer klar, dass wir die Schöpfer sind von unserem, aber ich wusste nicht genau wie. Bis ich dann lernte, das erste Buch, Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, wo ich lernte, wow, wir dürfen, wir können, wir sollen. Mhm. Und das war wirklich ein Augenöffner. Und ich lernte dann in jungen Jahren meinen Professor kennen, meinen persönlichen Mentor. Der lenkte mein Leben in eine wissenschaftliche Richtung. Ich bin privatwissenschaftlich von ihm ausgebildet worden, in wie Sprache funktioniert, wie wir erschaffen, Heilung, wie das Ganze funktioniert. Und das kam mir sehr entgegen, weil es eben einfach Materie ist. Gleichzeitig bin ich einfach ein spiritueller Mensch. Es fliegt mir einfach zu. Und ich hatte immer die Idee oder das Gefühl, es muss anfassbar sein. Dass Menschen herkommen und mit dem wundervollen Verstand diese Spiritualität erlebbar machen, erklärbar machen. Und ich bin meinen Weg gegangen und bis zum 40. Lebensjahr war ich chronisch pleite vom Prinzip her. Ich hatte Tausende von Euro Schulden und ich wusste aber, wir erschaffen uns unsere Welt. Und dort aus dieser Falle wieder rauszukommen, das war das Ziel. Als ich das geschafft hatte vor ein paar Jahren, hatte ich mein letztes Puzzleteilchen zusammen, denn der Slogan ist ja, oder die Idee, was ich immer sage, wir brauchen dich reich, reich, re, minus ich, zurück zum Ich. Und das Ich in der Norm der Schöpfung ist erfüllt, heil, gesund und eben auch materiell reich. Und als ich das hatte, dann hatte ich meine Sehnsuchtsdesigner komplett. Schön. Und wie man da hinkommt, darüber sprechen wir gleich nochmal. Dr. Riedel, why are you doing what you're doing? Was there a special experience, a point, so that you knew, this is what I'm going to do? The experience has been a 20-year experience. I started as a consultant at McKinsey, project lead, and then I went into industry. I'm an engineer. So for 15 years in senior management position, I did a lot of stuff. And you do what you're asked to do in a way. And then you start to create what you would like to create. What I realized over time is that I'm really good at one thing, and it is to look at something which is already quite finished. A project, a strategy, a change initiative, change situation. And I deeply look at it. I talk to many, many people and I analyze what is there in terms of information. I participate in all meetings with people involved. And then
I spot one or two things, only one or two things, but they make all the difference in terms of implementation. I link the strategy to implementation. I reduce the risk of that implementation. Not by doing a lot of things, by focusing on what really truly matters. I call it actually gold veins, because it's small in volume, but it's huge in impact. And when I realized that, I realized I can only do it every 1 or 2 years, because if you are in a management position, you don't have these big situations too often. So I thought, how can I use best what I love and what I'm really good at? And the only way is to do it on your own, so to say, to become a kind of advisor again and bring it back to industry. And that was my journey, a 20-year journey, which brought me to the point of offering it one after the other to clients in industry. So you see the whole picture. You see behind the scenes, between the scenes, and that's a real gift. Psychology, loads of joy. Yep. Yeah, thank you. Passion. Gehen wir zur Leidenschaft. Frau Beutnagel, Sie brennen. Sie brennen auch für optimale Stellenbesetzungen. Wie ist es dazu gekommen? Was treibt denn Sie an? Das war bei mir eigentlich eher zufällig. Also mein erster Job nach dem Studium, also ich bin zufällig in einer Personalagentur gelandet. Ich wollte mich eigentlich bei denen, also von denen vermitteln lassen. Und die haben mir aber sofort umgehend einen Job intern angeboten als Personalvermittlerin. Und das, ich dachte erst, naja, weiß noch nicht, ob ich das machen will. Und die haben mir dann den roten Teppich ausgebreitet, ein Trainee-Programm, so ein kleines, vorbereitet. Und dann dachte ich mir, ja, das mache ich mal, kann ich mir mal anschauen. Schlimmstenfalls kann ich mich ja selbst vermitteln, ich sitze dann ja quasi an der Quelle. Ne? Und dann habe ich den Job angenommen und habe schnell gemerkt, dass mir das eigentlich liegt, dass mir das auch Spaß macht, die Arbeit mit den Menschen, den Kandidaten, den Unternehmen. Und ich bin auch befördert worden nach einem halben Jahr, habe dann einen Bereich geleitet. Aber irgendwie hatte ich immer noch so das Gefühl, Mensch, ich wollte doch mal in den großen Konzernen, wollte dort ins Marketing. Und dann bin ich da weg und habe mich dann in anderen Stationen versucht. Und irgendwie waren die anderen Stationen immer nicht so optimal. Also entweder war ich unterfordert oder das Arbeitsklima war schlecht. Und also es hat irgendwas immer nicht gepasst. Und ich habe dann auch gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, den idealen oder einen tollen Job zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo das Leben dann auch Spaß macht und wo man dann auch erfüllt nach Hause geht. Und ich kam dann an einen Punkt und habe gedacht, was will ich jetzt machen, weil immer den Job wechseln nach 1-2 Jahren ist ja irgendwann auch nicht auf Dauer die richtige Lösung. Und da kam ich dann dahin, dass ich gemerkt habe, Mensch, der erste Job, das war eigentlich das Allerbeste. Und dann habe ich beschlossen, das will ich machen. Und als ich das beschlossen habe, habe ich sofort zwei Jobangebote auf den Tisch gehabt. Mein alter Chef wollte mich damals zurück und noch eine andere Firma. Aber ich habe mich dann zum Glück selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma und wollte dann auch nie wieder was anderes machen. Das war's dann. Das ist es. Ja, genau. Gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Danke. Jetzt interessiert uns, wie machen Sie das denn? Also wie unterstützen Sie? Frau Trautwein-Lücke, Sie sagen, dass man durch Pferde sich selbst erfahren kann. Sie sprechen vom Pferd als Medium zur Entwicklung der eigenen Authentizität. Was macht denn jetzt eine Expertin für Potenzialentwicklung mit einem Team von Pferden genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn wir erst einmal in den Bereich der Teenager schauen, gibt es die Möglichkeit, dass sie lernen, sich durchzusetzen, sich lernen, mehr Selbstvertrauen zu haben. Oder wenn es um Prüfungsängste geht, oder wenn es darum geht, sich auch noch mal zu verbessern in Kommunikation, auch in Beziehungen, auch das Verhältnis Mutter-Kind. Ja. Schauen wir einfach so in die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung, dann muss manchmal der Leidensdruck so groß sein, dass man sich auch mal traut, hineinzuschauen. Also Trennungssituation, es geht um Entscheidungen, die vielleicht zu treffen sind. Es braucht einen neuen Wohnort, es braucht ein neues Projekt, wo noch mehr Klarheit gebraucht wird. Es geht um Kommunikation, Familienthemen und so weiter. Und das Ergebnis ist durch die Pferde nonverbal. Die Pferde stellen ihre Lebenskraft zur Verfügung, dass wir transformieren. Die Teenager schaffen ihre Prüfung, sie können wertfreier kommunizieren, sie sind wertschätzender mit ihren Eltern, haben wirklich mehr Lebensfreude und Projekte zum Beispiel können weitaus mehr verfeinert werden,
können viel effizienter gestaltet werden. Auch Teams können effizienter zusammengestellt werden. Es gibt einfach insgesamt Lebensfreude, weil der Mensch sich selber mehr wahrnimmt. Und das geht in ganz, ganz schneller Zeit. Womit ich abschließend sagen kann, bin ich in meiner Lebenskraft, habe ich Lebensfreude. Und die Pferde verstärken das, was in mir schon vorhanden ist. Und wir bringen es einfach nur noch mal mehr in Fluss und bringen es wirklich sehr deutlich, ja, in den Menschen hervor. Schöne Ergebnisse. Danke. Die bringen etwas in den Fluss. In den Fluss bringen, Frau Janik. Sie sagen, man muss das Bild neu schreiben. Man kann es kreieren. Was macht denn eine Expertin für Manifestation genau? Nun, manifestieren tun wir ja tatsächlich immer. Immer. Wir können nicht manifestieren, so wie wir nicht kommunizieren können. Beim Manifestieren kommt es, glaube ich, darauf an, erstmal, um dauerhaft zu manifestieren, dass wir wissen, wer sind wir denn wirklich? Wer sind wir wirklich? Denn etwas zu bekommen, das ist quite simple. Das ist sehr, sehr einfach. Aber etwas zu bekommen und es zu behalten, das ist die Kunst. Und wir können nur dauerhaft manifestieren, was wirklich zu uns gehört. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, da geht es um Leistung und Erfolg im Sinne von und Karriere und das schönste Haus, das beste Auto, den tollsten Mann, Frau, was auch immer. Die Frage ist, ist das meinem Design, das, wofür ich hier angetreten bin in diesem Leben, ist es das, was ich wirklich nach außen bringen will, was wirklich in mir drin ist? Entwicklung heißt ja, da ist ein Kern, ein Wesenskern, der eben rausgeholt werden muss. Also als Expertin für Manifestieren bringt man Menschen bei, sich selbst erstmal zu erkennen, wer bin ich selbst? Das kann ich über den Verstand machen, das kann ich über das höhere Selbst machen, um dann das zu manifestieren, rauszuholen, was mir gemäß ist, sodass es auch dauerhaft bleibt und man glücklich ist, zufrieden, erfüllt in seinem Licht. Genau. Wie verändert sich das denn, wenn man sich von einer Expertin für Manifestation begleiten lässt? Also was passiert da vorher, nachher? Es gibt Menschen, die kommen hin mit 8 Jahre Schmerzen, 8 Jahre Therapie, machen eine ganz bestimmte, lassen Sie uns mal sagen, Übung, ja, eine ganz bestimmte Anwendung, geht wieder zum Therapeuten und ist 75% erleichtert, hat also nur noch 25% der ursprünglichen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Ein anderer hat plötzlich ein neues Leben, beginnt buchstäblich, macht den Schritt in ein neues Leben. Das heißt, lässt das Alte zurück mit allen schlimmen Erfahrungen, die sonst immer wieder hochgeholt werden. Ein Abschluss, eine komplette Transformation innerhalb von wirklich kurzer Zeit. Jemand anders manifestiert sich ein Auto, was er schon immer haben wollte. Ein anderer bringt ein Projekt ins Rollen, was gestockt hat, wo Gelder nicht geflossen sind, die man für ein bestimmtes Projekt brauchte, die wieder da sind. Jemand anders manifestiert sich einen Traumpartner, was auch immer, wie das halt immer auch individuell ist. Man kann wirklich sagen, die ganze Palette kommt individuell, da wo dieser Mensch gerade steht, wieder ins Rollen, in den Fluss. Dankeschön. Da kommt was ins Rollen, in den Fluss. Dr. Riedel, we've learned from you that projects often fail due to interface problems. What exactly does an expert in risk reduction in projects do? First has to understand the project. He has to get close to it. With an open mind, with an open heart, without hypotheses, which usually consultants do, they know already or think they know what the direction will be. An expert who wants to reduce risk in that project has to avoid doing that because the risk can be anywhere. They can be absolutely from left to right. Once the risk that expert will identify is in one certain piece, trust is missing. Sounds stupid, but $100 million acquisition depended on it. And it would not have happened without building actively with lots of work, building that trust. In another example, it is identifying that managers who took decisions didn't know what a good decision was. They took decisions and they thought they were good, but they didn't know whether they were good. Sounds simple, $150 million value in just 1 year. So it is understanding what is there by talking, and how do you do that is now the next question. You talk and talk and talk to many different people, up, down, left, right, in the countries and headquarters, in the different functions, all hierarchical levels, not only the bosses. They don't know a lot of stuff. And you take all that together, you analyze what you have in written, and you participate in that environment. And then you start to feel
what it is, what makes a difference, what it is which could go so terribly wrong that the project may fail. Okay, and what have customers achieved who've brought in an expert in risk reduction? So what do you have in your hand at the end of the day? Concrete results. I would say in 2/3 of the examples, in the cases, there's something concrete. I mean, an acquisition which happened, or 150 million within a few months which happened. They will probably happen again next year, but they are already there. Very often it is a reduced risk also means something does not happen. Now that is not less in your hand physically, because you can't see it. But what you see is that every time you go to your bosses, to the executive board, to show how that project is going in implementation, your traffic lights are green or maybe they are yellow, but you are the one without the rats. And you ask yourself, why is that? It is because you took out the rats at an early phase. And that's a huge difference for a manager who wants to get promoted, who wants to be proud of what he or she is doing. Mm-hmm. So that is mm-hmm. what is the effect, what you take away. You take away ease, peace of mind, and an image to the outside world that you're in command and you what you touch, that happens. Mm-hmm. So on a scale of 1 to 10, it's an 11 for a company, isn't it? Absolutely, a no-brainer. It's a huge value which is behind it, yes. Thank you. High Performance, it's about High Performance. Auch bei Ihnen geht es um Performance, Frau Beutnagel. Unternehmen wünschen sich High Performer, Mitarbeiter, die begeistert sind, die motiviert sind, die alleine loslaufen. Das ist das, was sich Unternehmen wünschen. Was macht denn nun eine Expertin für Executive Search genau? Und was ist der Vorteil für ein Unternehmen, der einen solchen Experten einschaltet? Ein großer Vorteil ist, dass so ein Experte neben der fachlichen Komponente immer die Persönlichkeit berücksichtigt. Unternehmen, wenn die Bewerber auswählen, die gehen rein nach dem Lebenslauf, stellen Fachfragen und die Persönlichkeit wird außen vor gelassen. Und meistens ist es so, jemand wird eingestellt, weil er fachlich überzeugt hat und später stellt man fest, die Persönlichkeit ist unpassend. Passt also ins Team zum ja, Beispiel? Ja, genau. Und dieser persönliche Match, der ist so wichtig und der wird sichergestellt durch Persönlichkeitsprofile, aber natürlich auch durch Fragen an den Bewerbern, dass man herauskitzelt, wofür der brennt, für was für einen Job würde er denn alles stehen und liegen lassen. Und daran erkennt man eben dann diese High Performer, dass man sieht, Mensch, das ist genau sein Ding, das wollte der schon immer machen. Das heißt, das Ziel ist ja immer, einen High Performer zu vermitteln, der dann auch in dem Unternehmen ganz besondere Erfolge bringt, der dort eben brennt für die Aufgabe, wo es genau sein Ding ist und der extrem motiviert ist. Wie löst denn eine Expertin für Executive Search, dass sich latent suchende Bewerber nicht aktiv bewerben? Also so eine Expertin in Headhunter klassisch schaltet in der Regel keine Stellenanzeigen, sondern er geht mit einer guten Story direkt auf die Kandidaten zu, um sie von diesem Job und dem Unternehmen zu begeistern. Und mit diesen Informationen, die der Bewerber dann bekommt, es ist ja viel mehr als in einer Stellenanzeige. Eine Stellenanzeige ist ja rein sachlich. Man hat die Aufgaben, die Anforderungen, aber das kann ja niemals diese Story dahinter transportieren, über das Unternehmen, über den Job und in diesem Kontext, wo dann derjenige auch diese Rolle spielt. Und wenn jetzt ein Bewerber dann angesprochen wird und dann merkt er auf einmal, Mensch, jetzt, also er weiß dann auch, wie die Firma tickt, ja. Und was von ihm erwartet wird, wie die Aufgaben sind, wie das Arbeitsklima ist, dann ist für ihn auch das Risiko nicht mehr so hoch zu wechseln. Und wenn er dann fühlt, Mensch, das ist eigentlich genau mein Ding, ja, dann ist er auf einmal begeistert und dann schreibt er auch seinen Lebenslauf am Wochenende und will sich bewerben. Ja. Das ist genau, damit kriegt man die Leute. Ja, danke schön. Nun frage ich mich bei so viel Expertise und vielleicht fragen sich das auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, was braucht es denn dafür? Also was braucht man dafür? Dr. Riedl, which background is important in your business? Actually, lots of experience. It's good to have a consultancy experience in one of the major companies because you learn stuff you don't learn anywhere else. Then it's the hard stuff, having been a senior manager in many different positions. But it's not enough. You need curiosity.
you need some warmth. It's all about people. You're only working with people. I mean, a company is people. They do hard stuff, but you deal with people. So you have to be interested in people. It's a lot of psychology. You have to read an organization. An organization has a psyche, has dynamics, and there are often the risks. If you want to influence them, you have to be interested in them. You have to be able to read them. So it's quite a comprehensive package. But when you have that comprehensive package, what you can do with it, with time and concentration on one issue, is amazing. It's just outstanding. Okay, thank you. Mal nur so die Runde gefragt, was braucht es denn noch? Angebunden sein, um sich auf den anderen einzulassen, energetisch einzulassen, zu spüren, wo steht der andere, weil man selber für sich ja selber betriebsblind ist und von außen das dann eben annehmen kann, was gesagt wird. Und dieses sich einlassen auf den anderen, dieses Spüren und dann ein Angebot machen, schau mal, das ist das, was ich jetzt wahrnehme zum Beispiel, kannst du was mit anfangen und dann kann derjenige sagen, ja oder nein. Dann ist es zwar ein Angebot, eine Möglichkeit an Lösung und der andere kann das sagen, jawohl, damit kann ich was anfangen, es ist dennoch seins. Und diese Mischung aus Lösung geben und dennoch sein, sich ihn, den anderen spüren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Danke. Was braucht es noch? Empathiefähigkeit. Mhm. Also zu spüren, was andere brauchen, wünschen, ja, wonach sie sich sehnen. Ja, sich einfühlen können. Ja, mhm. Genau. Mhm. Und ich denke auch Lebenserfahrung. Mhm. Denn die Erfahrung, die ich selber schon gemacht habe oder die wir schon gemacht haben, das ist auch das, wo wir sehr gut den anderen abholen können und ihn begleiten können. Ja, danke schön. Und vielleicht noch, was ich bei allen hier spüre, die Fähigkeit, komplexe Dinge einfach zu machen. Denn es sind ja komplexe Dinge, wenn ich in einem Unternehmen genau das rausfinde, wo es scheitern könnte, genau das oder genau den richtigen Bewerber zu finden oder genau das. Was bringt das Pferd jetzt gerade raus, ja, zum Beispiel? Und das so einfach zu transportieren, dass der andere es versteht und auch annehmen kann, dass es nicht aus irgendeiner Esoterik kommt, so Muschelbubu, sondern dass es anfassbar ist, auch für wissenschaftlich orientierte Menschen. Dass es annehmbar ist und leicht. Mhm. So, das glaube ich, das spüre ich zumindest bei allen hier und das ist so schön. Das ist eine wichtige Fähigkeit, genau. Ja, die Dinge dann auch wirklich vermitteln zu können. Mhm. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun sind wir fast am Ende der Sendung, aber erst fast, denn jetzt kommt der Moment, wo Sie noch einen Expertentipp mitbekommen. Und zwar starten wir jetzt gleich mal mit einer schnellen Runde. Ein Expertentipp eines jeden unserer Experten. Wir starten mit Frau Christiane Trautwein-Lücke. Mein Tipp für Sie ist, achten Sie auf Ihre Gedanken. Man sagt so schön, Gedanken bringen Realität. Darum die Frage an Sie. Was denken Sie gerade jetzt und vor allen Dingen, was denken Sie gerade jetzt über sich selbst? Wie viel wert ist dieser Gedanke für Ihre Gesundheit, für Freude und Leichtigkeit in Ihrem Leben? Auf die eigenen Gedanken achten. Dankeschön. Annette Janik, jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihren Tipp. Was kann ich denn tun, wenn ich mir mein Leben manifestieren möchte, wie ich es will? Sie beginnen am besten damit, auf Ihre eigene innere Weisheit zu hören. Die eigene innere Weisheit ist diese eigene innere kleine Stimme, die immer mit uns spricht. Und diese kleine innere Stimme erklärt Ihnen vielleicht, nimm den Regenschirm mit, obwohl es draußen schönster Sonnenschein ist. Und sie sagt, vergiss nicht, das und das zu tun. Und wir vergessen es natürlich. Zieh lieber das Rote an, statt das Blaue. Diese kleine Stimme, wenn wir wieder daraufhin zurückkommen, auf die zu hören, das ist das, wer wir wirklich sind. Und wenn Sie in Kleinigkeiten, die wieder, sagen wir, Ihre eigenen Weisheit vertrauen, dann kann sie auch für Sie wirken in Großigkeiten, in den wirklich bedeutenden, wichtigen Dingen. Sie haben alles in sich. Es liegt also alles bereits in uns. Auf die eigene Stimme hören. Dankeschön. Dr. Riedel, what top tip do you give companies to reduce risks in complex projects? And what tip do you give senior managers? Two senior managers out there. If you have a project and it's finished, you finished it and you want to start execution, take your time, take a step back, look at everything and try to find the one or two pieces which could ruin the success of the project or even the other way around, which could create even more value.
It may feel like a lot of time to invest right now. It will be the best investment ever, believe me, because the time you save in implementation is so much larger. High Performance. Welchen Top-Tipp können Sie, Frau Beutnagel, Unternehmen geben, die High Performer suchen? Liebe Unternehmer, wenn Sie einen Bewerber vor sich haben und herausfinden wollen, ob der für Ihre Stelle passt, dann stellen Sie ihm die richtigen Fragen im Vorstellungsgespräch. Fragen Sie zum Beispiel nach seinen Erfolgen oder wie er dazu gekommen ist und versuchen Sie herauszufinden, wie er sich später am Arbeitsplatz verhält. Wenn möglich, nehmen Sie ein aussagekräftiges Persönlichkeitsprofil zur Hilfe. Frau Beutnagel, was ist wichtig für Kandidaten, die von Headhuntern angesprochen werden? Liebe Bewerber, wenn Sie mit einem Headhunter gesprochen haben, dann löchern Sie ihn erstmal während des Gesprächs so lange mit Fragen, bis Sie ein richtig gutes Bild über die Position haben und das Unternehmen. Und dann fühlen Sie in sich hinein, ob Sie Emotionen verspüren. Was macht das mit Ihnen? Sind Sie jetzt getriggert? Finden Sie das Jobangebot spannend? Und wenn es Sie gepackt hat und Sie sagen, wow, das ist es, dann packen Sie es an und überzeugen Sie das Unternehmen mit Ihrer Begeisterung. Ein herzliches Dankeschön in die Runde. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Erfolg für die Umsetzung der Tipps. Und wenn Sie mögen, seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, alles Gute. Wir sehen uns.